Hallo, ich bin Sir der Kimmelmann. Kleine Servicegeschichte. In der letzten Zeit hat man ja relativ viel darüber gehört, wie das so im Servicebereich bei Tesla aussieht. Als ich meinen Tesla hatte, konnte ich da scheinbar nicht mitreden. Also ich war immer super zufrieden mit dem Service. Er war allerdings zu meiner Zeit auch noch immer erreichbar. Man hatte auch einen persönlichen Ansprechpartner. Also das sind vielleicht auch andere Zeiten gewesen, die sich jetzt mit dem Model 3 geändert haben. Ja, wenn schon immer gesagt wird, naja, Tesla ist in allen Bereichen halt um Längen, ja, so einem Audi voraus. Ja, da habe ich jetzt mal so gesagt, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man Schaden am Auto hat und wie es denn der Teufel so will. Und deshalb gleich die kleine Geschichte. Ja, gab es eine kleine Rempelei am Auto und da habe ich dann gedacht, na, dann gucken wir doch mal, wie kompetent oder wie schnell und gut und zuverlässig Audi das so hinkriegt, zumal bei mir ja auch so ein kleines bisschen Druck war, all dieweil ich diese Woche Freitag in Urlaub fahren möchte und dann schon ganz gerne ein nicht ramponiertes Auto habe. Ja, und daher die kleine Geschichte. Schaut mal selber, wie der Audi-Service so ist. Viel Spaß! Ja, hallo, ich bin's wieder, euer der Kimmelmann. Ja, gibt kleine unerfreuliche Neuigkeiten mit meinem Auto. Ich war heute ganz normal beim Kunden, stand auf dem Parkplatz, wirklich riesig groß der Parkplatz, also keine engen Parkbuchten. Man kann wahrscheinlich mit dem Smart in der Mitte eine Runde drehen, ohne dass man irgendwo aneckt. Auf jeden Fall bin ich dann, nachdem ich bei meinem Kunden halt fertig war, ganz normal zu meinem Fahrzeug gegangen, hat ja Gott sei Dank auch geladen, stöpsel das von der Ladestation ab, mache meine Heckklappe auf, merkt man manchmal auch, wie unaufmerksam man eigentlich so durchs Leben geht, setze mir mein Auto rein und will dann so gemütlich losfahren. Ja, und dann sehe ich an meinem Scheibenwischerblatt. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Also stehst hier auf dem Kundenparkplatz an der Ladesäule, lädst dein Auto. Und dann so hier jetzt Halteverbot oder was und drehe das ganze Teil um. Und dann sehe ich dann, okay, eine polizeiliche Mitteilung von der Polizeiinspektion. Mein Kennzeichen stimmt, 16:25, da war ich noch am Arbeiten, also 20 Minuten, bevor ich dann tatsächlich wiedergekommen bin. Ja, dann habe ich das jetzt rausgenommen aus der Tüte. So. Und was steht da drauf? Höchst erfreulich. Schaden hinten rechts. Also, ihr Fahrzeug wurde in einem Verkehrsunfall beschädigt. Das heißt, also es hat tatsächlich jemand geschafft, auf diesem riesengroßen Parkplatz, wo man wirklich mit dem LKW drehen kann, mein normal parkendes Auto zu beschädigen. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Und so sieht das Ganze aus. Also, er ist da hinten rechts gegengeknallt. Dadurch ist hier sind die Nupsis da raus und man sieht auch hier im Endeffekt, es ist also, ja, keine Ahnung, ob es ein Kugelkopf war. Ich vermute mal, dass es ein Kugelkopf war. Und ja, also das bedeutet im Endeffekt, hier oben ist es auch aus dem Naht rausgegangen. Tja, da würde ich jetzt mal sagen, das bedeutet, ja, dass da doch wohl die gesamte Heckschürze, die Seite ist noch in Ordnung, aber dass wahrscheinlich die gesamte Heckschürze gewechselt werden muss und inklusive diesem unteren Teil hier. Ja, bin mal gespannt, ob noch ein Aufnehmer irgendwie noch eine Macke abgekriegt hat. Ja, das war auf jeden Fall mein heutiger unerfreulicher Kontakt mit meinem Auto, nachdem ich fertig war mit Arbeiten. Mal testen, ja, wie denn da so die Reaktionszeiten bei Audi sind, ne? So beim neuen e-tron. Tja, bin ich auch mal gespannt, wie schnell solche Ersatzteile lieferbar sind, ob sie überhaupt lieferbar sind. Eigentlich ein bisschen schade, weil am 6.9. Wollte ich eigentlich in Urlaub fahren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich da so ein Audi verhält. Also, passiert ist der Schaden am 22.08.2019, also heute um 16.25 Uhr. Ich habe morgen sowieso Homeoffice und werde einfach mal bei meinem Audi-Händler vorbeifahren und den mal so fragen, ob
und wie das Ganze abläuft. Ich weiß allerdings derzeit noch gar nicht, wer mein Unfallgegner ist. Das wird mir also irgendwie zugeschickt. Ja, also ich werde mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, wie sich das zeitlich entwickelt. Ja, und ob da bei Audi auch so eine Art Service-Hölle ist. So, jetzt sitze ich im Auto. Also wir haben jetzt sozusagen den 23.08. 10.47 Uhr. Bin jetzt auf dem Weg zu meinem Audi-Händler, um dem den Schaden vorzustellen und mal zu besprechen, wie das denn so vor sich geht. Wobei ich ja noch nicht mal genau den Unfallbeteiligten weiß. Das bekomme ich ja noch alles irgendwie. Ja, irgendwie von der Polizei irgendwie mitgeteilt, beziehungsweise ich kann da anrufen, aber mir geht es eigentlich jetzt darum, ob man ungefähr schon sagen kann, was gemacht werden muss, ob man einen Gutachter braucht, ob die Schürze runter muss und so weiter und so fort. Fahre jetzt also mal vollkommen unangekündigt zu meinem Audi-Händler und guck mal, ja, was die denn so zu dem Schaden sagen und wie es dann weitergeht. Naja, mal schauen, wie Audi damit umgeht. So, jetzt haben wir 12.14 Uhr. Immer noch der 23.08.2019, also ich war gerade in der Werkstatt und habe den Schaden anschauen lassen. Die Annahme, bis ich dran gekommen bin, hat keine Minute gedauert. Ich konnte direkt in den Karosseriebetrieb. Da hat sich kurz den Schaden angeguckt, hat gesagt, okay, ist auf jeden Fall eine Größenordnung, brauchen wir einen Gutachter für. Ob ich einen hätte, habe ich gesagt, nee, habe keinen Gutachter. Hat er gesagt, ist in Ordnung. Ich muss mal kurz hier ein bisschen vielleicht die Dings runterstellen, damit wir hier ein bisschen mehr Ruhe haben. Nee, ich habe keinen eigenen Gutachter. Dann hat er gesagt, okay, Sie haben einen Gutachter, ob ich den nehmen will. Habe ich gesagt, ja, wenn ihr einen Gutachter habt, dann nehmt den. Den hat er angerufen und hat gesagt, ja, ob er Zeit hätte, er hatte Zeit und er würde dann gleich vorbeikommen. Ja, dann wurde quasi die ganze Sache aufgenommen, ganze Papiere, der ganze Papierkram, den man halt immer hat. Ja, wer die gegnerische Versicherung ist, habe ich gesagt, weiß ich noch nicht. Die würde ich aber dann nachmelden und wenn es denn halt bis zu dem Zeitpunkt, falls es früh repariert wird, noch nicht vorliegt, dass ich den halt nachreiche. Okay. Dann habe ich gefragt, wie lange dauert denn das, bis Ersatzteile da sind? Und er hat gesagt, naja, okay, also wir können sie heute noch bestellen. Und er denkt, sie sind dann Dienstag da, eventuell spätestens halt Mittwoch. Und dann habe ich gesagt, gut, und wie sieht das dann aus? Wann könnten wir das denn machen? Und ich habe jetzt einen Termin da, wo dann der gesamte Heckkrempel da gewechselt wird. Also da muss auf jeden Fall der Fänger unten drunter, also die Schürze, die Heckschürze und das da drunter liegende silberne Plastikteil und so weiter, das hat halt eine Macke. Das kommt halt neu. Drunter gucken kann man nicht, ob irgendwelche Befestigungsklipse noch dazu kommen. Konnte er mir nicht sagen, auf jeden Fall. Ja, so ist also derzeit aktuell die Planung. Schaden 22.08. 16 Uhr. Werkstatttermin 23.08. 10.30 Uhr unangemeldet. Oder 11 Uhr unangemeldet, besser gesagt. Gutachten bereits gemacht. Ersatzteile sind schon bestellt und ja, Reparaturtermin 2.9. Also ich hätte auch vielleicht noch für nächste Woche Freitag einen Termin kriegen können, da bin ich aber ja unterwegs und dann müsste ich die ganze Woche irgendwie einen Leihwagen nehmen und ja, werden die Leute auch sagen, kannst du einen Leihwagen nehmen, zahlt ja die gegnerische Versicherung. Ja, bin ich ehrlich gesagt gar nicht so der Typ für, auch für diese Reparatur werde ich für die Zeit keinen Leihwagen nehmen, sondern ich werde einfach das Auto von meiner Frau benutzen. Und wenn es denn so sein sollte, was sie sagt, es könnte sein, dass sie den 3.9. auch noch brauchen, wenn irgendwelche Klipse fehlen, weil die müssten sie dann nachbestellen. Ja, dann würde ich halt auch die 3 Tage, wenn ich bei meinem Kunden bin, mit dem Auto von meiner Frau fahren. Also insofern, ja, ich glaube, das ist tatsächlich halt der Unterschied.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe jetzt auch nochmal mit dem Gutachter gesprochen und so. Ich glaube, da sind wir in einer ganz anderen Situation, wenn wir dann so einen Heckschaden an einem, so einen kleinen Heckschaden, den wir reparieren lassen wollen, ist ja alles fahrtüchtig, ist ja kein Problem, selbst die Parksensoren funktionieren alle. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das dürfte bei Tesla natürlich ganz anders aussehen. Und dieses anders aussehen bei Tesla hat A, was mit den Ersatzteilen und B, mit der Erreichbarkeit zu tun. Also hier einfach hinfahren, wobei ich hätte auch bei meinem Verkäufer anrufen können, der hätte dann den Termin gemacht. Aber ich habe gesagt, er muss sich das eh angucken, kannst auch direkt hinfahren. Das ist jetzt in noch nicht mal 1 Stunde 20 Minuten inklusive Gutachten erledigt ist. Ja, muss man schon sagen, Hut ab. Das ist so ein Vorteil, wenn man halt einen Händler direkt um die Ecke hat. Und der aus dem Karosseriebetrieb zeigte sich ehrlich gesagt auch ziemlich unbeeindruckt, dass es halt bezüglich Ersatzteilversorgung e-tron ist oder so. Er sagte, nee, das ist kein Unterschied. Die Ersatzteilversorgung ist so, dass da also die Ersatzteile normalerweise innerhalb von 24 Stunden auf dem Weg sind. Er sagte eben, wäre auch nicht bekannt, dass das jetzt bei Karosserieteilen beim e-tron irgendwie anders wäre. Ja, also wollen wir mal schauen. Ich werde das weiter beobachten. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt mit dem gegnerischen Unfallmenschen da verhält. Da bin ich mir noch nicht so ganz klar. Ja, aber ich denke mal, das geht alles gut. Ich werde gleich mal bei der Polizei anrufen, ob die zufällig die Versicherung kennen und den Namen, der da Unfallgegner ist, damit ich das mal Betrieb noch durchgeben kann, damit die quasi dann auch alles vorbereiten können, dass die Abtretung und die Versicherung quasi von mir erfolgt. Ja, also insofern eindeutig keine Servicehelle bei einem Audi e-tron. So, inzwischen liegt jetzt auch der Gutachterbericht vor. Also das hat sich jetzt 3 Tage hingezogen, weil es erst an eine falsche E-Mail-Adresse gegangen ist. Ja, schon ganz beeindruckend. Ich meine, wenn man sich noch an den kleinen Schaden erinnert. Okay, also insgesamt die ganzen Reparaturkosten sind so über den Daumen gepeilt. 2000 Euro. Dann kommen Gutachterkosten in Höhe von knapp 500 Euro dazu und eine merkantile Wertminderung, also so eine Miniatur-Wertminderung aufgrund eines Unfallschadens in Höhe von 400 Euro. Das Ganze beläuft sich tutti completi auf 3000 Euro. Und das für so ein kleines bisschen, ja, Heckstoßstange. Ist eigentlich kein Wunder, dass unsere Versicherungsprämien so über kurz oder lang halt immer mehr steigen, weil die Preise sind natürlich schon unglaublich. Ich meine, die Plastikteile kommen natürlich unlackiert, die müssen erst zum Lackierer gehen. Ja, da ist schon, würde ich sagen, ganz schön Musik drin an der Stelle. Und gut, zeitliche Planung hat sich überhaupt nicht verändert. Also Werkstatt hat sich inzwischen gemeldet, Teile sind alle da, die waren schon nach 2 Tagen da. Wohlgemerkt, Werkstatttermin ist der 2.9., wobei man halt nicht genau weiß, ob sie es am 2.9. schaffen. Also der Gutachter hat mal 2 bis 3 Tage reingeschrieben. Ja, hatte zwischenzeitlich überlegt, ob ich dann eventuell immer mal nachfrage, ob sie vielleicht hier meinen Rückruf bezüglich des Laders zeitgleich machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bisher habe ich gar keine Probleme und ich fahre dann freitags drauf, am 6.9. ja in Urlaub. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, eben das nicht auch direkt machen zu lassen. Gut, also der Termin steht, es ist der 2.9. und dann wird das alles repariert und dann gucken wir mal, ob das alles passend zu diesem Termin erfolgen kann. Ja, noch ein kleines Update. Tja, mit dem Wagen von meiner Frau, das wird nicht klappen. Also werde ich dann doch einen Leihwagen mir nehmen, in der Hoffnung eben nur für einen Tag, aber das klappt leider nicht. So, jetzt bin ich auf dem Weg Montag, 2.9. zurück zum Autohaus. Also ich habe heute Morgen
ja, mein e-tron da schön hingebracht und da wussten sie aber noch nicht genau, ob da irgendwie unterhalb der Stoßstangenhalterung noch was beschädigt ist, dass sich das eventuell noch ein bisschen verzögert und ob der heute fertig wird. Aber heute um 15 Uhr riefen sie an und sagten, okay, das Auto ist jetzt soweit fertig, es kann also abgeholt werden. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg zum Autohaus, sitze übrigens gerade in einem Audi SQ5, muss ich jetzt allerdings schon wieder sagen, für mich nicht überzeugend. Tut mir furchtbar leid. Mag ja sein, dass das Auto sehr viel Power hat, aber es ist im direkten Verhältnis zu dem, was man halt gewöhnt ist, so vollkommen unharmonisch, wie es fährt. Auch immer, ist zwar ein Benziner, ist aber trotz allem, bis die Turbolader einsetzen, das ist schon sehr unharmonisches Fahren. Und wenn man halt mal Gas gibt, dann ja, sicher eine tolle Automatik, ruckt aber trotzdem. Ja, bin jetzt gleich mal gespannt, ob alles soweit in Ordnung ist. Ich denke mal davon aus, was soll da sein? Also da ist halt dieser Heckstoßstange ist da gewechselt worden und das silberne Teil da drunter. Jo, das wird glaube ich sowieso alles geklipst. Wenn die Clips in Ordnung sind, dann ist das Ding halt ratzfatz runter, ratzfatz wieder drauf, lackiert ist es auch. Ja, da steht im Urlaub nichts im Weg, also ich melde mich dann nachher nochmal, wenn ich das Auto wieder habe. Wenn man jetzt allerdings so sieht, war es vom 22.08. Unfallschaden mit Gutachter, mit Servicetermin, ja, bis zur fertigen Reparatur 2.09. Ich bin bisher sehr zufrieden. So, dann sitze ich jetzt wieder in meinem Fahrzeug. Ja, der Popo vom Auto ist wieder repariert, Leihwagen habe ich abgegeben, sitze wieder in meinem eigenen Auto, bin mehr als zufrieden, jetzt wieder in dem Auto zu sitzen. Es wird einfach alles viel ruhiger, alles viel angenehmer, auch wenn es, wie mir aufgefallen ist, doch deutlich größer ist als ein SQ5, also jetzt so ein Q5. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, es fährt so wie immer. Achso, ich habe ja noch die ganze Zeit Radio an. Ja, ein paar Unterschriften geleistet, alles im Rahmen der Zeit, im Rahmen der Vereinbarung. Ja, quasi so wie es war und wie vereinbart, hat alles geklappt. Also, da muss man sagen, der Service funktioniert auf jeden Fall. So, wie man sieht, alles wieder in Ordnung, alles wieder schön, alles gerichtet. Wobei ich gesehen habe, wenn man genau hinguckt, da, also alles ist auch nicht so hundertprozentig. Also da ist auch ein kleiner Staubeinschluss, aber das ist jetzt beim Lackieren gekommen, weil die Teile kommen ja unlackiert. Ansonsten sieht man aber keinen Unterschied. Er steht wieder richtig schön da. Ja, Fazit der ganzen Geschichte ist, also es hat seine gewissen Vorteile, wenn man ein weit verbreitetes Händlernetz hat, wo man quasi an jeder Ecke hinfahren kann und auch scheinbar die Ersatzteilversorgung halt so geregelt ist, dass selbst bei einem eher seltenen Auto, wie es der e-tron ja nun mal ist, also auch Karosserieteile innerhalb von 2 Tagen vor Ort sind und man wirklich mit einer sehr zügigen Abwicklung der Sache rechnen kann. Und wenn in vielen Sachen Audi sich ein Vorbild bei technischen Komponenten noch an Tesla nehmen sollte, da muss man ganz ehrlich auch sagen, ja, aber es gibt auch Sachen, da kann Tesla sich Vorbilder nehmen, zumindest im Bereich Service, Erreichbarkeit, Geschwindigkeit, Kundenkommunikation. Und da denke ich mir, sind die deutschen Autohersteller oder zumindest jetzt Audi in diesem Fall mit Sicherheit ein ganz gutes Beispiel, wie es halt auch laufen kann. Und ich denke, dann sind die Kunden auch zufriedener. Und es ist auch so, wenn man sein Auto zum Service bringt, kriegt man es natürlich gewaschen und gesaugt. Wobei jetzt, das habe ich auch schon mal besser gesehen. Aber alles in Ordnung. Ich bin zufrieden. Ich werde jetzt Freitag in Urlaub fahren. Naja, und dann werdet ihr wahrscheinlich auch die Zeit gar nichts von mir hören. Also, euch allen eine schöne Zeit. Fahrt mit euren Elektroautos, egal welcher Marke, habt Spaß dran. Jedes Elektroauto ist ein Gewinn. Bis dann. Tschüss.